In Österreich gibt es immer weniger Eisenbahnkreuzungen. Die Gemeinden, aber auch die ÖBB bemühen sich, wo immer es möglich ist, Unter- oder sogenannte Überführungen zu bauen, weil man einfach weiß, wie gefährlich Eisenbahnkreuzungen sind. Unsere Prüfer legen deshalb sehr viel Wert darauf, dass du dich bei einer Eisenbahnkreuzung richtig verhältst. Und wir verraten dir heute die fünf wichtigsten Tipps bei Eisenbahnkreuzungen. Der letzte wird dich besonders interessieren. Eisenbahnkreuzungen sind meistens durch einen Schranken oder sogenannte Lichtzeichenanlagen gesichert. Es kann aber auch sein, dass nur eine Lichtzeichenanlage allein oder manchmal auch nur ein Verkehrszeichen dasteht. In jedem Fall müssen wir allerdings wissen, dass wir uns auf Sicherungseinrichtungen nicht blind verlassen dürfen. Züge sind stärker und eine Kollision gewinnt meistens der Zug. Das heißt, du musst beim Überqueren einer Eisenbahnkreuzung immer nach links und rechts schauen, also diesen sogenannten Pendelblick machen. Käme also von irgendwo ein Zug, hat er in jedem Fall Vorrang, auch wenn kein Licht leuchtet. Bei der Eisenbahnkreuzung am Südring bei uns in Klagenfurt ist es passiert, dass in einem Jahr dreimal der Schranken nicht geschlossen hat und sich trotzdem ein Zug genähert hat. Und im Jahr 2017 öffnete sich der Schranken beim Unfallkrankenhaus in Klagenfurt, das Licht ging aus und trotzdem donnerte plötzlich ein Güterzug heran. Deshalb muss man sich bei einer Eisenbahnkreuzung immer darauf verlassen, dass kein Zug kommt. Und wenn du bei einer Eisenbahnkreuzung auf diesen Pendelblick vergisst, dann kann dir der Prüfer dafür einen schweren Fehler eintragen. Wenn die Eisenbahnkreuzung geschlossen ist, also wenn die Schranken herunter sind oder bei einem unbeschrankten Bahnübergang nur das rote Licht leuchtet, dann einfach anhalten, den Motor abstellen, auf den Zug warten. Weiterfahren darfst du bitte erst, wenn der Schranken komplett geöffnet ist und das rote Licht auch erloschen ist. Grundsätzlich darf man eine Eisenbahnkreuzung so schnell überqueren, wie an der betreffenden Stelle erlaubt ist. Natürlich solltest du Rücksicht auf dein Auto nehmen und gerade wenn die Eisenbahnkreuzung schon etwas älter ist und deshalb vielleicht auch uneben, dann eventuell langsamer fahren. Es gibt aber eine sogenannte Mindestgeschwindigkeit, die man beim Überqueren einer Eisenbahnkreuzung einhalten muss. Wir mit unserem PKW dürfen eine Eisenbahnkreuzung nur dann übersetzen, wenn wir also mindestens 10 km/h fahren können. Kannst du das aus irgendeinem Grund nicht, dann darfst du theoretisch diese Eisenbahnkreuzung nicht überfahren. Ein ganz schwerer Fehler wäre es, wenn du eine Eisenbahnkreuzung aufgrund eines Staus nicht überqueren kannst und deshalb auf der Eisenbahnkreuzung anhalten müsstest. Das wäre sogar ein Vormerkdelikt und würde dazu führen, dass die Prüfung abgebrochen und als nicht bestanden gewertet wird. Deshalb immer den Verkehr vor uns beobachten und eventuell vor der Eisenbahnkreuzung anhalten, so wie wir das in diesem Video gemacht haben. Aber schau hin, der LKW hätte auch anhalten müssen oder hat anhalten müssen, weil es vorne nicht weitergegangen ist. Er hat dann übersehen, dass das Licht zu leuchten begonnen hat. Als dann genug Platz vor der Eisenbahnkreuzung war, ist er plötzlich losgefahren und hat den Schranken noch auf sein Auto bekommen. Und auch die Lenkerin dieses Fahrzeuges wird wahrscheinlich Post von der Polizei bekommen. Denk daran, dass auf Eisenbahnkreuzungen ein absolutes Überholverbot gilt. Ich darf also nichts und niemanden überholen. Kein Radfahrer, Mopedfahrer, Traktor, PKW, LKW. In diesem Fall einfach dahinter bleiben. Nach der Eisenbahnkreuzung kannst du sofort wieder überholen. Wenn allerdings so wie hier zwei Fahrstreifen vorhanden sind und im Ortsgebiet eben die freie Fahrstreifenwahl erlaubt ist, dann gilt das nicht als Überholen. Und hier könnte man zum Beispiel an einem Radfahrer vorbeifahren. Und zu guter Letzt noch ein Tipp, den uns ein Mitarbeiter der ÖBB, als wir bei einer geschlossenen Bahnschranke warten mussten, gegeben hat. Sollte es dir wirklich passieren, dass du zwischen Schranken eingeschlossen wirst, dann nicht die Nerven wegschmeißen, sondern einfach weiterfahren. Schranken haben sogenannte Sollbruchstellen und würden in diesem Fall brechen. Man holt sich vielleicht ein paar Kratzer am Auto, muss der ÖBB den Schranken ersetzen und wird wahrscheinlich auch eine Verwaltungsstrafe bekommen. Aber alles besser als wenn du von einem Zug erfasst wirst. Es gibt eben immer weniger Eisenbahnkreuzungen. Sollten wir bei der Prüfung doch eine Eisenbahnkreuzung überqueren müssen, dann bitte dran denken, Züge haben immer Vorrang.
Ich hoffe, die Tipps haben dir geholfen. Wenn auch du Fragen hast, schick sie uns an fragen@alpenland.co.at oder schreib sie in die Kommentare. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähl weiter, dass es uns gibt. Das würde uns sehr helfen. Wir freuen uns schon wieder, wenn es nächste Woche heißt, auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.